Der hat übrigens schon so Panzer. Das ist wirklich so einer der Charaktere. Also ihn sterben zu lassen, das ist schon nicht leicht. Weil der HP-Pool plus seine enorme Stärke und Verteidigung. Man ist ab diesem Zeitpunkt quasi unsterblich. Also jetzt Game Over zu gehen, in dem Bereich ist auch schon fast ein Ding der Unmöglichkeit. Da muss man schon, weiß ich nicht, keinen Speicherpunkt mitnehmen und gar nichts einfach. Das ist schon nicht easy. Das könnte man eigentlich als Warnung sehen. Ne? Wer weiß, was für Gegner später kommen werden, aber ja, leider. Leider geht das nicht so, wie man sich es meist denkt. Noch eine Dreiergruppe Teufel. Aber auch die werden ratzefatz runterrasiert. Noch ein Dolch-Level. Also Finas Dolche, die gehen echt ab hier. Und auch Justins Keule. Die haut rein. So. Noch mehr schimmelt. Auch der wird vernichtet. Ums. Ja, also. Das ist einfach nur ein Durchwaschen hier wie die Rasenmähen. Komische Pflanze. Das sind alles komische Pflanzen hier. Die rotiert, die andere wackelt hin und her. Das ist natürlich eine Venus-Fliegenfalle. So, das Geld nehmen wir mit. Beziehungsweise erst kämpfen wir. Oh, 4 Stück. Das riecht nach Erdzauber. Das riecht nach einem guten Zittern. Feel the Earth's Fury! Viel fehlt, glaube ich, nicht mehr. Da müsste Justin auch mal sein Erdzauber hier lernen auf Level 7. Sein Explosionszauber. Jawohl, wenn man von spricht, Alter. Bumm. So muss das. Der Zauber, den Gatwin auch besitzt. Du machst einfach mal nichts. Du bist so overpowered. Dann kann Fina nämlich auch noch ein Gerät hier reinzimmern und dann war's das. Ja, wir kommen echt voran. Jetzt haben wir richtig, richtig gute Zauber Zwischenstände schon. Fina hat jeden Zauber mittlerweile auch über Level 10. Das kann man sich schon mal sehen lassen. Ja, wenn man nicht 10 Milliarden Heilkräuter hätte. Lass mich raten, das ist auch ein Heilkraut. Ne, ein Grünkraut, okay. Minus 2 Aktionsstufen für einen Gegner. Okay, nehmen wir erstmal mit. Platschmodder, Schmodder, Schmodder. What a cinch. Mann, wie viele aber auch von... Also, der Dungeon ist echt gut gefüllt mit Gegnern. So, als krönenden Abschluss machen wir dann noch ein paar Steinmänner alle. Die lassen sich ja bekanntlich nur mit Waffen vernichten. Also gönnt euch. Außer mit Dolchen. Aber jetzt nicht ganz gereicht. Und noch mehr Heilkräuter. Gut. Und Level 15 hat auch noch Fina erreicht. Alles klar. Er besteht nur aus Heilkräutern. Gut. Oh, wir müssen ins Dorf. Wir müssen ins Dorf und die Mana-Eier eintauschen. So, durchgeheilt. Und auf geht's. So, hier sehen wir sie, die verlorene Welt. Und die Welt, von der wir kommen, ist einfach mal weg. Da sieht man vielleicht nur noch so Teile des Nebelwalds. Gut, gehen wir ins Dorf Deit.
niedlich. Das ist das Dorf Neid. Da drüben ist dein Gasthaus. Ich wollte euch eigentlich dorthin bringen, aber... Was ist los, Gatwin? Es ist mir vorhin schon aufgefallen. Vom Norden ziehen Wolken auf und verdecken den Himmel. Der Himmel sieht wirklich merkwürdig aus. Es scheint ein Unwetter zu geben. Bitte entschuldigt, aber ich muss gehen und mit dem Ältesten reden. Schaut euch einfach noch so lange in Deid um. Nun denn. Unser Heilkrautdealer ist soeben entflohen. Ja gut, hier ist das Gasthaus und hier ist der Shop. Ich würde sagen, wir betreten erstmal das. Ist das Gasthaus? Nee, er ist der Waffenladen. Ja, schauen wir uns gerne weiter an. Nämlich erstmal Magiepunkte. Okay. Ich bin kürzlich mit dem Boot los und konnte keine guten Fische fangen. Die waren alle dürr und kränklich. Wenn das mit der Fischerei so weitergeht, roste ich mit der Harpune ein. Ja, du oder die Harpune? Das ist jetzt die Frage. Siehst du übrigens sehr Wikinger-mäßig aus. Nichtsdestotrotz, Magi, zweimal naja. Win für Justin. Win für Fina. Heulen. Jetzt haben wir alle vier Elemente bei denen. Dann sollten wir das nächste Mal wohl mal wieder zugeben, was? Ja. So, jetzt können wir nämlich alle Zauber lernen, die wir lernen können, die uns vergeben werden vom Spiel. Mega nice. Und auch alle Taktiken. Haben sich noch zwei dazugesellt mit Wind. Super, mega nice. Und auch bei ihr hat sich noch eine Taktik hinzugesellt. Die werden wir auch so schnell es geht am besten ihr beibringen. Es ist natürlich ein bisschen blöd, dass Wind jetzt hinterherhängt. Aber ihr seht schon, das geht relativ schnell. Level 2 lernen, ziehen Zauber, Level 3. Da unten noch ein Bonuszauber. Level 6, 12, 10. Das wird schon. Keine Angst. Ja, auch hier auch noch Level 8. 19, 20, okay, es dauert ein bisschen länger. Ah, ich denke mal so bis Level 10 bzw. 12. Das sollte schnell gehen, weil ihr müsst überlegen, Wind wird jetzt extrem schnell gelevelt wahrscheinlich, weil es erst einmal, ja, sehr stark zurückliegt. Und Heulen ist ein super mega Reichweitenangriff. Man kann also super viele Gegner auf einmal angreifen. Ja, und kostet allerdings 2 MP, aber das ist ja jetzt mittlerweile kein Problem mehr durch unser Wassergelevel. Ja. So, bei Justin, er lernt einen Blitzzauber. 2 sogar, das ist mega nice. Hier auch noch welche. 23, da lernt er noch einen separaten Windangriff. Ist auch gar nicht schlecht. Der hat mir im Redux-Mod einigen Mal die Reißleine gezogen. Ja, das geht schnell. 3, 4, 6. 6 gleich 2 auf einmal. 9 und 10, 2 auf einmal. Und bei 10 lernt er dann auch seine erste Taktik, nicht? Super geil. Mit der Axt. Für Level 16 ist auch kein Problem. Oh, super. Das läuft. Ich freue mich. Die nächsten Dungeons. Das wird super. Gut, was gibt's hier so an Gegenständen? Ein Kranken-Amulett. Wäre eigentlich nicht verkehrt, das zu kaufen. Weil Seuchenschutz, ne? Ihr wisst Bescheid. Chola, haben wir genug. Bamfrucht, haben wir genug, glaube ich. Gibt es auf jeden Fall einige tolle Gegenstände. Dynamit haben wir, Mikaro. Impfstoff ist sehr geil. Haben wir ein Heilmittel. Ist eigentlich auch sehr nice. Da kaufen wir mal einfach welche von, würde ich sagen. Oder? Was sollten wir alles kaufen? Ich bin gerade überlegen. Was haben wir denn alles? Ich hätte gern von allem 2 im Koffer. wir haben. Also erstmal verkaufen wir. Erstmal verkaufen wir. Wir haben so viel Krempel, der einfach weg kann. Er zählt zum Beispiel, was zählt dazu? Das Cholla, davon haben wir genug, das kommt erstmal weg. Smana haben wir, Ginnensenk haben wir. Das kann eigentlich alles weg. So.
Ich würde sagen, ja, die Auferstehungstränke, die können sowieso weg. Wir kaufen noch so eine Bamfrucht und so ein Tintenfisch-Ding. Oh, dieser Mensch hier, der nervt mir. So. Das Scholle haben wir von den Pilzen. Der ist natürlich auch mega nice, der Kraftpilz. Aktionspilz. So. Und den Rest haben wir, glaube ich. Ah, Heilmittel nehmen wir noch mit. Davon haben wir, glaube ich, auch nur eins. Genau. Und noch ein Impfstoff, weil der so geil ist. Ja, das sollte erstmal reichen. Gucken wir uns die Ausrüstung zuerst an oder die Waffen zuerst an? Ich hätte ja gesagt, die Waffen. Es gibt nämlich, da es ja wieder ein richtiges Kämpferdorf ist, richtig gute Waffen. In Luck oder Look, das war ja mehr so Waffen. Na gut, eine Axt, ein Stab, sowas, ein Messer. Kann man mal haben. Hier gibt es wieder Schwerter extra. Super geil. Eine Peitsche für Fina. Die wird auf jeden Fall gekauft. Ich muss allerdings erstmal an den Koffer kommen. Einen Fischbogen gibt es. Ah, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den überhaupt kaufen soll. Es gibt nämlich... Ich werde noch einen richtig geilen auf jeden Fall finden. Eine mega teure Axt, die es aber in sich hat. 38 Angriff, holy moly. Und ein Fischschwert. Das sollten wir auf jeden Fall kaufen. Schon mal egal warum. Weil... Ja. Wir haben zwei Schwertkämpfer, da brauchen wir eins. Sowieso. Die Axt, gucken wir mal. Der Stab ist natürlich auch nicht schlecht, aber... Feuerstab. Ja, die Peitsche brauchen wir auch auf jeden Fall. Wird gekauft. Einfach. Zack. Und der Bogen einfach auch. So, beim Rest gucken wir mal. Feuerstab und Drachenaxt. Gut, wie sieht's bei der Ausrüstung aus? Oh ja. Überall sehe ich ein goldenes Plus. So. Warum ist Schwert für Schuppenrüstung? Die ist aber besser. Wir haben also zwei Rüstungen zur Auswahl. Wir kaufen natürlich die bessere, würde ich sagen. Obwohl, wir haben nur noch 7000 Gold. Okay, wir haben schon ganz schön was verprasst. Aber würde ich doch mal eher auf andere Sachen favorisieren. Zum Beispiel, wir kaufen erstmal die günstigen Sachen. Zum Beispiel Helm, Schuhe und Schild. Muschelschild, der bringt alleine schon, okay, der bringt nur ein plus Verteidigung. Der Helm bringt zum Beispiel schon mal zwei, guck an. Den handeln wir erstmal auf alle drauf. Die Drachenstiefel, die bringen, oh, die bringen auch gut, bei Justin zwei. Für die Armeestiefel, na gut, die Bewegung geht natürlich sehr runter. Das ist nicht so cool, also Fina kriegt die auf jeden Fall. Die Dinger aus Lack, die waren jetzt nicht so der Bringer. Das mit der Bewegung gefällt mir nicht so, aber die Verteidigung ist halt doch schon, ne? Ja, komm. Wir machen es einfach. So, mit dem Schild. Ja, ich denke mal, wir werden noch welche finden irgendwo. Bestimmt bessere, aber... Ja. Und eine Rüstung, weil wir das Geld haben. Die ist natürlich bombig, ne? Ich meine, gut... Das Handeln, Feenrobe 900, das wird aber nicht ausreichen, denke ich, um zwei davon zu kaufen. Die Fischrüstung, die kannst du auch nicht tragen, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Dann würde ich sagen, kaufen wir eine Schädelrüstung für Fina. Und falls das Geld noch reicht, na, ganz knapp leider nicht. Die Feenrobe, die bringt nicht so viel zurück. Na gut, dann war's das erstmal. Wir brauchen also mehr Geld. Das war der Shop. Dann gucken wir jetzt mal gleich ins Gasthaus rein. Tja, anscheinend ist Dite am Ende. Alle sind so deprimiert, als ob sie schon gestorben wären. Und warum? Nur wegen Regen, das kann's doch nicht sein. Seid ihr Gedwins Freunde? Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Mädchen unter Gedwins Freunden ist. Okay. Tja, das kann jetzt mehrere Gründe haben.
Gatwin konzentriert sich völlig auf sein Training und war noch nie ein Mädchen interessiert. Er ist also mehr so, ja, der eiserne Hardliner. Nun, ja. Er hat Justin schon ordentlich den Beweis dafür geliefert. Du, ich glaube, du wirst gleich erstmal wieder einen Spruch von Sue abkriegen wegen Kinder. Und wir sind auch keine Gefangenen. Ich meine, Gatwin hat uns einfach so hier gelassen. Und dem Dorf anvertraut quasi. Natürlich, hast du uns nicht reinkommen sehen? Er steht ja auch nur so ohne Daseinsberechtigung. Ja, komische Steine haben die hier. Aber ein nettes, kleines Gasthaus. Schauen wir uns da drinnen mal um. Let's see. I took some medicine to Dr. Alma, but it's not nearly enough. Gonna have to make a 2 trips. But you know, everyone gets better with my medicine. Just warms my heart and fills up my wallet. Don't you think it's wonderful? Huh? I don't know. I guess. Well, everyone is happy. Isn't that just a wonderful? Oh, wow! A talking rabbit! I can't believe my eyes! Hey, can I touch you just a little? Psst! What's a with you guys? You keep calling me rabbit. Rabbit. From my point of view, you guys are from the other side of the wall. You're the stranger-looking ones. Huh? How did you know that we came across the wall? Who are you? I'm Guido of Zil Padden, a traveling salesman traveling throughout the world. Ja. Ein sehr, sehr lustig anzusehender Hasenmensch. Einer der mysteriösesten und interessantesten Charaktere in diesem ganzen Spiel überhaupt. Ja, nach meiner Meinung. Wirklich, also der Charakter ist einfach nur Legende. Er steht einfach für dieses Spiel. Er ist fast der Inbegriff. Er ist einfach so, erstens allwissend und zweitens mysteriös. Nun, Justin, das Sprichwort solltest du dir wirklich hinter die Ohren schreiben. Jeder im Leben hat seinen Part zu spielen. Das gilt auch für dich, Justin. Ja, und er kennt seinen Namen. Das meinte ich mit allwissend. Es ist einfach... Ja, und er weiß, dass wir sehr weit reisen müssen. Und die Welt und Geister und ja, er sagt zwar, er ist reisender Händler, aber ich glaube, das ist nur so seine eigentliche Tarnung. Ja. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal erst wieder. Nun gut. Wenigstens haben wir Guido schon mal kennengelernt. Sehr, sehr wichtiger Charakter für dieses Spiel. So, Sachen ablegen. Wir legen ab. Heilkraut. Briefbeschwerer auf jeden Fall. Armeesäbel. Weil wir haben jetzt das Fischschwert. Dann... Mike Roma kommt weg. 50 TP. Heilung für die Gruppe. Ist jetzt nicht so interessant. Genauso wie das. Tintenfischgedärme. Ja, davon hatten wir, glaube ich, mehrere. Genau. Dann kommt noch weg. Wir haben 2 Bögen. Genau, der war der aus... Look, der kommt auf jeden Fall weg. Die Windpeitsche kommt weg. Holzaxt können wir erstmal behalten.
Impfstoff kommt rein. Aktionspilz kommt rein. Kraftpilz kommt rein. Allheilmittel kommt rein. Und die ganzen Früchte, würde ich sagen. Bamufrucht. Genau, die kommen weg. Und die Samen, die heben wir uns auf. Und das Zeug, gut, das Krümmkraut tun wir auch erstmal rein. Den ganzen Mist hätte ich eigentlich noch verkaufen können. Ja, aber...